Hallo liebe Videospielfreunde, hier ist wieder euer Andi von Retro Video Game Reviews und ich melde mich zurück mit meinem zweiten Teil meines Sega Saturn Games Checks. Den ersten Teil habt ihr ja hoffentlich alle gesehen. Da habe ich ja gesagt, ich stelle euch mal meine recht bescheidene kleine Saturn-Sammlung vor, indem ich euch ein bisschen Gameplay der Spiele zeige und mich ein bisschen mit euch unterhalte. Und das ist der zweite Teil. Wir sehen hier gerade die Anfangssequenz von Panzer Dragoon. Ist ganz nett, ist der erste Teil. Hier seht ihr, wie gesagt, ein Cinematic. War damals schon ziemlich fortschrittlich mit den Filmchen. Hatten wir so damals als Nintendo-Spieler noch gar nicht auf dem N64. Und schon cool, dass der Saturn sowas bot. Ja, und hier seht ihr auch schon mal ein bisschen Gameplay. Dabei ist Panzer Dragoon ein On-Rail-Shooter quasi. Ihr fliegt also automatisch auf einem Drachen und nehmt andere Viecher aufs Korn, wie ihr hier gerade seht. Spielt sich so ähnlich wie Star Fox vielleicht, so entferntermaßen. Und bei mir war es ganz interessant. Ich bin nämlich das erste Mal mit der Panzer Dragoon-Reihe auf der Xbox in Verbindung gekommen. Also ich habe Panzer Dragoon 2 und Panzer Dragoon Saga auf dem Saturn noch nie vorher gespielt, sondern habe mir irgendwann mal in den 2000ern eine Xbox günstig gekauft, als es die schon gebraucht gab, eine Weile, und habe dann da das erste Mal Panzer Dragoon Orta gespielt, was ja auch damals schon von Sega kam auf der Xbox, und ich fand es damals grandios, eine wunderschöne Grafik, super cooles Gameplay, bockschwer zwar, aber ich war von Panzer Dragoon Orta ziemlich begeistert und habe dann so ein bisschen nachgeforscht und dann gesehen, aha, die Ursprünge hatte das Spiel ja also auf dem Saturn, und als ich dann mir einen Saturn gekauft hatte, beziehungsweise als meine Frau mir den zu Weihnachten geschenkt hatte, irgendwann später, musste ich Panzer Dragoon natürlich haben. Und ja, hier ist es. Das ist der erste Teil. Den zweiten habe ich noch nicht gespielt, besitze ich noch nicht. Aber der erste gefällt mir ganz gut. Also, das Spiel ist, wie gesagt, ein On-Rail-Shooter. Für Fans ist es, wie gesagt, ganz, ganz nett. Wer jetzt nicht auf diese On-Rail-Shooter steht, sondern sich frei bewegen will in der Spielwelt, der sollte natürlich erstmal Probe spielen. Aber in der Regel, die Shooter mögen, die spielen dann solche Spiele dann auch. Und die Shooter nicht mögen, die lassen die Finger von. Kennt man ja. Grafisch ganz nett. Steuerung funktioniert gut, Geschichte ist klasse, hat wie gesagt viele Videos, Sprachausgabe, viele Bossgegner. Gefällt mir also so an sich ganz gut. Panzer Dragoon, und ich hoffe, ich spiele irgendwann mal auch den zweiten Teil. Der fehlt mir leider noch in der Sammlung. Panzer Dragoon Saga, das Rollenspiel dazu hatte ich mal besessen. Ich Depp hab's aber dann wieder verkauft, weil es mich irgendwie nicht so wirklich gefesselt hatte. Aber naja, was soll man machen? So, Panzer Dragoon. Gucken wir mal, was als nächstes kommt. So, das hier ist jetzt Fighters Megamix, ein Kampfspiel, wie unschwer zu erkennen. Im ersten Teil habe ich euch Battle Arena Toshinden gezeigt, was auf dem Saturn richtig, richtig grottig ist. So richtig grottig, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt mal reingucken im ersten Teil. Fighters Megamix ist deutlich, deutlich besser. Das seht ihr ja auch hier schon am Gameplay. Das Ganze ist ein Crossover, kann man ja sagen, der beiden erfolgreichen Titel Virtua Fighter und Fighting Vipers. Und Virtua Fighter war ja damals auf dem Saturn so recht ja, realitätsnah, kann man sagen. Und Fighting Vipers war dann ein bisschen abgespaced. Ihr seht jetzt hier, das sind irgendwie zwei sehr durchgekleidete 80er-Jahre-Musiker, die sich hier gerade verkloppen. Der eine hat eine Gitarre auf dem Rücken. Also alles sehr, sehr skurril, aber gefällt mir ganz gut. Und die beiden Serien treffen nun in Fighters Megamix aufeinander. Ihr könnt hier verschiedene Einstellungen vornehmen. Ihr könnt entscheiden, ob ihr nur mit Virtua Fighter Kämpfern oder gegen Virtua Fighter Kämpfer antreten wollt. Ihr könnt entscheiden, ob ihr gegen Kämpfer aus dem Fighters Megamix, ach, aus Fighting Vipers antreten könnt, und ihr könnt halt querbeet zocken. Es gibt natürlich wiederum einen Multiplayer. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, und das Kampfsystem funktioniert recht flott, absolut. Kein Vergleich zu Battle Arena Toshinden. Es ist jetzt nicht so gut wie das ein oder andere Kampfspiel auf der PlayStation oder dem N64. Bleibe ich dabei, aber man kann spielen. Ich habe das Spiel jetzt zweimal in Folge auf dem Retro-Event in meiner Stadt aufgestellt gehabt. Und ja, es haben sich doch hin und wieder ein paar Leute verirrt und haben ziemlich viel Spaß gehabt mit Fighters Megamix. Das Ganze kann man heute noch spielen. Hier seht ihr zum Beispiel jetzt auch einen Kampf gegen ein Mädel, Fei,
Pi sehe ich von hier aus nicht, aus Virtua Fighter. Und die beiden Spiele haben meiner Meinung nach recht unterschiedliche Kampfstile, aber die Entwickler haben es hinbekommen, die Spiele beide hier relativ gut anzugleichen. Und das merkt man, dass man sich hier tatsächlich ein bisschen Mühe mitgegeben hat. Ich zeige euch gleich noch ein anderes Kampfspiel, das mir dann wiederum was schlechter gefallen hat. Also von den drei Kampfspielen, die ich auf dem Saturn besitze, ist Fighters Megamix definitiv das beste. Mehr Fighter kenne ich auf dem Saturn nicht. Aber mit dem hier kann ich ganz gut leben. Hier seht ihr jetzt nochmal ein Match zweier Kämpfer aus dem Virtua Fighter Universum. Akira gegen Lau. Und hier merkt man, finde ich schon deutlich, dass das Spieltempo auch ein bisschen gedrosselt wurde. Denn Virtua Fighter war ja immer ein recht, ich sag mal, ich will nicht sagen langsamer Shooter, aber doch ein recht, wie zu Anfang gesagt, realitätsnaher Shooter, wo es jetzt nicht darum ging, irgendwie dicke Specials herauszuhauen, sondern den Gegner mit Finesse und Taktik besiegen musste. Und das merkt man schon ganz deutlich. Also wie gesagt, Fighters Megamix, eine deutliche Empfehlung auf dem Saturn. Wer es noch nicht gezockt hat und einen Saturn besitzt, kann gerne zugreifen. Kommen wir jetzt zu Wipeout. Wipeout kennt ihr sicherlich alle von diversen PlayStation-Konsolen. Wipeout, hier konnte ich übrigens gerade nicht herausfinden, wie man beschleunigt. Deshalb hier mein ziemlich gefailter erster Versuch. Jedenfalls Wipeout kannte ich bisher auch immer nur von PlayStation-Konsolen. Natürlich gibt es das Ganze auch auf anderen Konsolen. Hier seht ihr die Saturn-Fassung. Es gibt auch Wipeout 64 auf dem N64. Und bei mir war es so, dass ich mit Wipeout recht spät warm wurde. Und zwar wirklich recht spät, nämlich mit Wipeout 2048 oder wie heißt denn das? Auf der Vita. Also erst damit konnte ich wirklich was anfangen. Das Spiel wurde mir damals von einem Zuschauer von mir auf der Vita geschenkt. Da habe ich sogar noch ein Video zu gemacht. Und dann habe ich gemerkt, hey, Wipeout macht ja doch ganz viel Spaß. Und habe dann im Endeffekt angefangen, die Vorgänger-Wipeouts zu zocken. Und habe dann auch mal wieder ein bisschen Wipeout 64 reingeschmissen. Und siehe da, gefiel mir ganz gut. Und Wipeouts auf dem Saturn gefällt mir auch ganz gut. Also seitdem ich das Spiel auf der Vita gezockt habe, finde ich die Serie klasse. Vorher konnte ich da nicht viel mit anfangen. Vorher stand Wipeout bei mir persönlich immer im Schatten eines F-Zero oder eines Extreme G. Inzwischen, wie gesagt, macht das Ganze ganz viel Spaß. Sieht auf dem Saturn recht gut aus, wie ihr hier Zeuge werdet und spielt sich flott. Techno-Soundtrack ist natürlich nicht jedermanns Sache. Ich finde, passt irgendwo zum Gameplay, obwohl ich jetzt auch nicht so der Techno-Fanatiker bin. Aber kann man sich geben. Ich finde auch gut, dass man die Waffen abschalten kann, denn ich bin jetzt kein Freund von Waffen in solchen Spielen. Muss für mich jetzt nicht unbedingt sein. Ich habe wohl kurioserweise noch kein einziges PlayStation-Wipeout außer halt das auf der Vita gespielt. Also ich kenne Wipeout jetzt nicht von der PlayStation. Ich kenne Wipeout auch nicht von der PlayStation 2 oder PlayStation 3 oder PSP. Da gab es ja auf allen Systemen Ableger. Aber die drei Wipeouts aus, die ich bisher gespielt habe, nämlich auf der Vita, auf dem N64 und auf dem Saturn, gefallen mir alle drei ganz gut. Und ich denke mal, wenn ich irgendwann mal ein Wipeout für PlayStation 1, 2 oder 3 sehen sollte, dann würde ich mir das sicherlich auch mitnehmen. Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, deshalb seht ihr hier, wie ich in den Kurven ein bisschen faile. Aber ansonsten kann ich das Spiel auch hier empfehlen. Wahnsinn, ne? Drei Spiele in Folge für den Saturn, an denen ich eigentlich nichts zu meckern habe und euch empfehlen kann. Aber das wird sich wahrscheinlich in dem Video nochmal ändern. So, weiter geht's. Ja, drei Spiele in Folge, die ich euch empfehlen konnte und die ich klasse fand. Und jetzt kommen wir zu FIFA 96. Schaut euch mal dieses Augenkrebsspektakel an. Wahnsinn, oder? Ich hatte mal meinen Neffen zu Gast. Und es war kurz nachdem meine Frau mir den Saturn geschenkt hat. Und beim Saturn, bei diesem Set, das sie mir geschenkt hat, war halt FIFA 96 bei, was ihr hier gerade seht. Und als ich die Spiele so ausprobiert habe, nach und nach, war halt mein
Neffe da, damals, weiß nicht, 10, 11 gewesen, und der hat dann gesagt: Boah, André, du musst eine scheiß Kindheit gehabt haben bei der Grafik. Aber habe ich gut gelacht. Also, aber er hat ja auch irgendwo recht. Also an FIFA 96 sieht man gut, wie krass sich die Grafik denn verändert hat. Guckt euch mal FIFA 15, FIFA 16 im Vergleich an. Das sind ja Universen dazwischen. Und auch spielerisch ist FIFA 96 auf dem Saturn jetzt nicht unbedingt das Highlight, sondern ja, spielt sich halt wie fast alle Sportspiele aus den 90ern recht mau, sage ich mal so, recht mau. Hier habe ich übrigens ein Tor kassiert, ne? Das einzig gute Sportspiel, was oder Fußballspiel, was ich so aus den 90ern kenne, was mir gut im Gedächtnis geblieben ist, das war im Endeffekt International Superstar Soccer. Und da nicht unbedingt eins davon, sondern die komplette Reihe. Da hat Konami damals schon auf dem Super Nintendo, auf dem N64 gezeigt, dass sie Fußballspiele können. Und EA hat eine ganze Weile gebraucht, um einen richtig guten Standard bei FIFA zu erreichen. Und das ist bei FIFA 96 noch nicht so ganz gut gewesen, wie ich finde, wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, wie das Spiel damals, denn Anno 96, 95, als es erschienen ist, ja, sich gespielt hat. Denn ich kann das natürlich jetzt alles nur noch subjektiv wiedergeben. Hätte ich es damals gezockt, ohne irgendwie vielleicht Pro Evo auf dem N64, ach, Pro Evo sage ich schon, International Superstar sogar auf dem N64 zu kennen, gut, dann hätte ich wahrscheinlich was anderes erzählt. Aber so an sich, bei heute, ist das Ganze echt nur noch schwer zu ertragen. Und ich möchte euch auch diesen ganzen Augenkrebs ersparen und sage, dass wir jetzt mal flott weitermachen. So, das ist jetzt das andere Kampfspiel, von dem ich euch vorhin erzählt hatte. Das ist Virtua Fighter Remix. Virtua Fighter Remix ist eine Neuauflage des ersten Virtua Fighter Teils, denn Virtua Fighter auf dem Saturn, so die Urversion, die war wohl recht unfertig, als sie auf den Markt kam. Ich habe sie nie gespielt, ich habe sie nie besessen, ich habe es nur mal irgendwann gelesen. Und Sega hatte damals sehr viel Kritik einstecken müssen für Virtua Fighter, weil es halt, wie gesagt, unfertig war, es war verbuggt, es war einfach nicht unbedingt gut spielbar für ein Kampfspiel. Und das ist vor allem bei einem Kampfspiel halt nicht so toll. Und dann hat Sega sich halt entschlossen, eine bessere, verbesserte, fertige Version des Ganzen herauszubringen. Und die nannte sich dann Virtua Fighter Remix. Spielt sich recht gut, ist von der Spielgeschwindigkeit halt ein bisschen gedrosselt im Vergleich zu anderen Spielen, aber das hatte ich ja vorhin schon bei Fighters Megamix gesagt. Ich persönlich finde Fighters Megamix besser, aus den vorhin genannten Gründen. Virtua Fighter war für mich immer so ein bisschen zum Einschlafen. Also ich bin eigentlich ein Fan von den schnelleren Kampfspielen. Wer mich kennt, weiß, dass ich zum Beispiel Killer Instinct Gold abgöttisch liebe oder halt das neue Killer Instinct für die Xbox One. Sowas wie Virtua Fighter, puh, das ist für mich persönlich schon recht schwere Kost. Ich finde ja schon zum Beispiel Tekken recht langsam. Daher bin ich jetzt nicht unbedingt der Hyper-Virtua Fighter-Fan, aber im Endeffekt ist es ein ganz passables Kampfspiel auf dem Saturn geworden. Es ist doch ein gutes Kampfspiel, wenn man sich da weit damit beschäftigt. Nur mir persönlich subjektiv gefällt es halt weniger. So. Aber Virtua Fighter hat ja auch seine Fans, sonst wären ja nicht fünf oder sechs Spiele davon erschienen. Gespielt habe ich aber tatsächlich nur diesen einen Remix-Teil und Fighters Megamix. Wobei ich glaube ich noch Virtua Fighter 3 TB für den Sega Dreamcast hier habe. Aber das Spiel ist sogar noch verschweißt bei mir im Schrank, das habe ich noch nicht mal aus der Folie genommen. So. Also seht ihr mal, wie genial gut ich die Virtua Fighter-Reihe finde und ja, spielen muss. Ja, also, das ein weiteres Kampfspiel aus meiner Sammlung. Das dritte Kampfspiel nach Fighters Megamix gefällt mir das am besten. Und ja, Battle Arena Toshinden, da reden wir jetzt nicht mehr drüber. Also, mit diesen Bildern vom dritten Kampf gegen Sarah, wie auch immer, ja, belassen wir es bei Virtua Fighter und gucken uns das nächste Spiel an. Ja, und somit sind wir schon beim vorletzten Spiel aus meiner Sammlung. Das hier ist Cyber Speedway und wie ihr unschwer erkennen könnt, ein futuristisches Rennspiel. Also geht eher so in die Richtung Wipeout. Ich konnte damit anfangs gar nichts anfangen. Das hier war übrigens auch beim Saturn-Set dabei, was meine Frau mir geschenkt hat, zusammen mit FIFA 96.
Als ich das erste Mal Cyber Speedway gespielt habe, habe ich gedacht, boah, was sind das denn für Effekte, was ist das für eine Grafik, das geht ja gar nicht. Auch mit der Steuerung konnte ich mich nicht so wirklich anfreunden, aber ich bin am Ball geblieben, habe das Spiel immer mal wieder eingelegt und was soll ich sagen, ich so mit und mit jedem Spielen, mit jedem neuen Einlegen fand ich das immer besser und besser und im Endeffekt bin ich recht großer Fan von Cyber Speedway geworden. Das Ganze ist ein Rennspiel mit einem Story-Modus, finde ich ganz cool. Sogar selbst das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, genial, ein Rennspiel mit Story-Modus ist halt immer gut. Das hat mir ja sogar bei F-Zero Jax schon so außerordentlich gut gefallen. Haben natürlich nicht viele Rennspiele. Bei den Rennspielen geht es ja meist einfach nur darum zu fahren und Erster zu werden. Und ein Rennspiel mit Story-Modus, einer echten Geschichte, verschiedenen Charakteren und so weiter, obwohl das jetzt alles nur in Standbildern erzählt wird, aber mit Sprachausgabe, ja, fand ich das schon recht ansprechend. Und nachdem ich mich ein bisschen mit der Steuerung vertraut gemacht habe und mich ein bisschen an sie gewöhnt habe, denn die Gleiter bewegen sich recht, wie soll man sagen, hektisch oder halt sensibel durch die Kurven, da muss man ein bisschen aufpassen, aber sobald man die Kurve raus hat, macht das Spiel doch einen heiden Spaß. Okay, die Grafik baut sich auf, es erinnert mich so ein bisschen an Aerogorg für den N64, wobei ich bei dem Spiel nie weiß, ob ich den Namen richtig ausspreche, Aerogorg oder Aerogorge, keine Ahnung. Jedenfalls sind die Settings recht unterschiedlich, die Strecken sind alle unterschiedlich, die Grafik, wie gesagt, obwohl sie sich aufbaut, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht im Endeffekt. Und was mir halt ganz gut gefällt, ist, dass das Spiel recht schnell ist. Ich habe so das Gefühl, dass es auch einen Ticken schneller läuft als zum Beispiel Wipeout, was ich euch ja vorhin gezeigt habe. Und bei einem Rennspiel, vor allem bei einem futuristischen Rennspiel, kommt es halt auch irgendwo auf die Technik an und die kann bei Cyber Speedway definitiv überzeugen, wobei man natürlich sagen muss, dass das Ganze sicherlich erkauft wird durch die ja aufploppende Grafik oder halt diese recht schwachen Effekte, wie ihr hier gerade an den Wellen oder was auch immer seht. Aber an sich ganz nett, vor allem hier seht ihr zum Beispiel eine andere Strecke. Mir gefällt auch die Musik ganz, ganz gut in dem Spiel. Die Musik passt auch hier wiederum zum Spielgeschehen, ist aber jetzt nicht unbedingt Techno, sondern ist recht schnell, poppig, rockig so in die Richtung und soundtrack-technisch gefällt es mir deutlich besser als Wipeout. Wenn ich jetzt wählen müsste, welches Spiel ich denn jetzt auf Dauer spielen würde, wüsste ich nicht, was ich nehmen sollte, weil Wipeout ist natürlich irgendwo eine Klasse für sich, aber Cyber Speedway ist auch wirklich nicht schlecht. So, jetzt zeige ich euch nochmal eine andere Strecke. Hier seht ihr also, wie schön unterschiedlich die sich alle gestalten und auch technisch und grafisch aussehen. Und das Spiel muss man schon tatsächlich auch drauf haben. Man muss gucken, wo sind Hindernisse, wo sind Waffen, wo sind Items, wo sind meine Gegner. Also so an sich wirklich ein tolles Spiel, was auf den ersten Blick tatsächlich gar nicht so toll aussieht, wie es dann im Endeffekt auch ist. Und kostet inzwischen auch nichts mehr, deshalb, wenn ihr einen Saturn habt und das Spiel noch nicht gespielt habt, dann gebt dem Ganzen tatsächlich mal eine Chance. Ich würde es sogar als ein kleines Hidden Gem auf dem Saturn bezeichnen. So, das zu Cyber Speedway. Kommen wir jetzt zu meinem letzten Saturn-Spiel und im Endeffekt dem letzten paar Minuten dieses Videos. Ja, ich habe den ersten Teil meines Saturn Games Checks damals mit einem Jump'n'Run begonnen, nämlich mit Gex. Und jetzt beende ich meinen zweiten Teil meines Saturn Games Checks ebenfalls mit einem Jump'n'Run, nämlich Bug. Und Bug gehört bei mir aus meiner Sammlung zumindest zu den absoluten Lieblingsspielen, denn das Spiel ist einfach so unglaublich simpel und einfach so unglaublich gut gemacht und charmant und einfach suchterregend. Im Endeffekt, wie ihr hier seht, lauft ihr mit Bug durch die Gegend, springt auf andere Käfer, sammelt Kristalle ein und versucht irgendwie ans Ziel des Levels zu kommen. Klingt furchtbar simpel, spielt sich auch genauso, aber irgendwie hat das Spiel einen wirklich tollen Charme. Man will immer wieder ein Level spielen, man will immer wieder ein Level beenden und das motiviert einfach irgendwie, ich weiß auch nicht. Wenn ich das so irgendwie mal irgendwo gesehen hätte, wahrscheinlich hätte ich gesagt, boah, sieht das lahm aus. Aber ich habe es mir spontan gekauft, irgendwann mal bei eBay für ein paar Euro. Und ganz ehrlich, ich mag Bug richtig, richtig gern. Und ich denke, dass es damals auch von der Presse und von den Spielern gut aufgenommen wurde. Denn es gibt sogar einen zweiten Teil auf dem Saturn. Den besitze ich leider noch nicht. Der ist mir noch nicht günstig unter die Augen gekommen. Aber sollte ich den irgendwann finden, wandert er definitiv in meine Sammlung. So
Einfach wie es eigentlich hier aussieht, ist das Spiel nämlich auch gar nicht, denn nach ein paar Leveln wird das Ganze doch recht tricky und es gibt verschiedene Pfade, es gibt Rätsel und die muss man auch überwinden, um ans Ziel zu kommen. Und so gestaltet sich Bug dann doch nicht ganz so leicht, wie man vielleicht anfangs annehmen würde. Es ist zwar immer noch simpel von der Spielidee, aber einfach ein charmantes Stück Software. Das Ganze, hier seht ihr zum Beispiel, fliege ich daneben und lande auf dem Boden. Auch die Grafik finde ich richtig, richtig toll gemacht. Es ist halt alles ein bisschen simpel gehalten, wie schon gesagt. Aber nichtsdestotrotz finde ich einfach die ganze Atmosphäre des Spiels, den Grafikstil, die Musik, die Charaktere, das Art-Design, alles passt irgendwie. Und ich habe schon lange nicht einfach so ein simples Jump'n'Run gespielt. Alle Jump'n'Runs wollen ja irgendwas anders machen, irgendwas neu machen und wollen sich irgendwie überbieten oder stehen halt im Schatten eines Raymond oder Mario oder so. Und Bug ist einfach nur Bug. Es ist einfach nur da, es will einfach nur Spaß machen und es klappt. Und dementsprechend finde ich das Spiel großartig. Wer es also noch nicht gespielt hat, unbedingt spielen. Es macht wirklich einen riesen Spaß. Ja, und mit den Bildern hier verabschiede ich mich auch von diesem Video, von Bug, vom Jump'n'Run, was wirklich einen Blick wert ist auf dem Saturn. Hoffe, ihr hattet mit meinen beiden Saturn-Videos ein wenig Spaß und mich würde jetzt interessieren, was ihr A von natürlich von den vorgestellten Spielen haltet und B, vielleicht ein bisschen wichtiger, was ihr davon haltet, wenn dass ich euch meine Saturn-Sammlung jetzt nicht vorgestellt habe, indem ich mich vor die Kamera gesetzt habe und die Spiele vor die Kamera gehalten habe, sondern so auf diesem Wege, dass ich euch einfach Gameplay der Spiele aufgezeichnet habe und euch so ein bisschen was über die Spiele erzählt habe. Also würde mich mal interessieren, was ihr denn lieber mögt, so banal vor die Kamera halten oder so wie ich das hier gemacht habe mit Gameplay. Schreibt mir das bitte in die Kommentare, dann weiß ich da definitiv für die nächsten Male Bescheid. Ich für den Moment bin jetzt aber erstmal weg, wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Adios und bye bye.